Das ist natürlich. Ammo Shotgun Smoke. Warum sollte man sich Rauchmunition machen? Damit die Gegner dich nicht sehen. Kannst dich reinstellen. Ja, ich überlege auch, ob die vielleicht doch irgendwo einen Blueprint gefunden haben. Und deswegen vielleicht Spezialmunition herstellen können und du deswegen in der, also mit einem Schuss um. Aber ich glaube, die haben einfach nur diese scheiß Sniper-Rifle oder so. Ja, denke ich auch. Weil die macht ja mega Schaden, ne? Im Ja, du weißt Gegensatz. nicht, was die denn noch bringt, wenn die noch modest, ne? Einigen wir uns darauf, dass wir einfach mal keine Chance haben. Genau. Geht mich mal damit raus, dass ich zu wenig FPS. Ah, meinst du damit? Daran liegt das. Ja, daran wird es liegen. Ich habe hier übrigens einen Pelz gefunden. Abgewrackten Zelt. Wie gesagt, auf der Bank davor. Der ist mit seinem Pferd oben auf dem Dach. Wie ist er denn da hochgekommen? What? Und vor allen Dingen, dass Fleisch nicht mal kochen kann. Ohne Salz. Lächerlich. Ich habe nicht mal Geld für Salz. Ich glaube, so ein Fünfer-Stack Salz kostet mega viel Kohle. Man ja mal gucken könnte. Ich weiß nicht mal, ob wir damals waren in der ersten Alpha-Phase oben in dem Pass, waren auch Goldvorkommen. Die immer noch da sind, das wäre mal interessant. Salz 5er Stack 3,99. Ich habe nicht mal genug Geld, um mir Salz zu kaufen. Lol, lol, lol. Ich habe ja gerade irgendwas. Bist du arm dran? Aber richtig arm dran. Und dann, wenn du es gekocht hast, kannst du ja nicht mal sicher sein, dass du es verkauft kriegst. Meine Pelze will er haben, der Vogel, ne? Kannst du aber mal Ja, die vergessen. wollen alle haben. Wenn $45, ne? 45,90 für alle. Wenn ihr eh Salz. nicht mehr raus, weg damit. Ja, ich würde es dann für die nächste Questreihe aufheben, ne? Ist er wieder da. Ja, ich spiele jetzt aufgrund des neuen Patches nochmal. Wie alle Fans, denke ich mal, wissen, kommt das Spiel ab dem 10. Mai für Steam raus. Und es gibt ein paar neue Updates, ich habe es mir durchgelesen. Sind ein paar Sachen dazugekommen. Man kann jetzt wohl kleine Farmen mit Dekorationen bauen und die Campsites sind ein bisschen spezifischer für die Fraktion zugeschnitten. Es gibt ein paar mehr XP, wenn, also es gibt generell XP, wenn man meint. Also generell Rohstoffe abbaut oder craftet. Ich werde mal reingucken. Bin mal gespannt. Und es gibt jetzt ein paar rotierende Live-Events, also ein paar Quests, die rotieren, sag ich mal. Ja. Bin gespannt. Ich hoffe, dass wir während des Gamings ein bisschen was rausfinden. Und ich jetzt falsch wieder. Ich habe mir kurz mal die News durchgelesen, natürlich nicht aufhalten. Wer die News Feeds direkt lesen will, einfach auf die Seite gehen von Wild West Online. www.o. Letztes Mal bin ich ja mit Tikron unterwegs gewesen. Bin mir sicher, dass wir es in der nächsten Zeit eventuell auch mal wieder zusammen schaffen, aber da ich jetzt aufgrund meines Urlaubs hoffe mal nebenbei so zu streamen.
Habe ich jetzt gedacht, was spielst du heute? Und dann habe ich mir gedacht, naja. Wild West Online hast du schon lange nicht mehr gedaddelt. Machst du einfach mal Wild West Online. Moin, Magier des Todes. Die Uhrzeit schon aktiv? War eine Mittagspause oder Urlaub oder. Wie sieht meine Maus aus? Jährlich. Hier drinne. Na gut zu sehen, dass das Reinladen das erste Mal auf den Server. Immer ewig dauert. Bist schon seit 7:30 wach, ja. Ich war auch um 8 kurz wach, habe ich nochmal umgedreht, dann war es um 10, der Hoppala. War natürlich nicht so gewollt, aber eigentlich wollte ich auch schon eher streamen. Ich habe mir noch eine Folge Walking Dead angeguckt, naja, was auf einmal. Spät, dann klingelte nochmal das Telefon und. So ist jetzt hier. Student müsste man sein. Ich bin arbeitstätig. Ich bin kein Student mehr. Ich muss, glaube ich, mal in meiner Bio hier updaten, aber ich bin seit letzten Juli schon nicht mehr Student. So, jetzt sind wir drinnen. Es lag einfach wieder mal an meiner Firewall. Mission failed. Man kommt rein und es steht direkt da Mission failed. Wir haben die Steuerung wieder umgestellt, ne? Every time the same shit. Bringe ich da jetzt gerade was durcheinander? Ich glaube, hier musste man halten, ne? Um in den Ion-Side zu gehen. Wir werden sehen. Ich glaube, er hat wirklich meine. Warum habe ich so viel? Achso, ich hatte ja Revolver gekauft ohne Ende. Wirklich meine Einstellungen umgestellt. Change Ammo Type, Equip Last Weapon. Wo habe ich denn das hingelegt? Movement war es nicht, Interact. Weapon Item. Sorry, aber das muss ich jetzt nochmal umstellen. Ich weiß nicht, warum sie es immer jedes Mal resetten. Tickt. Nicht. So, crouchen. Machen wir mal hier. So. Oh nein. Keine Ahnung, neue Perks dazu gekommen scheinbar. Ein S. Au, nach dem Pferd pfeifen. Macht's aus, mal 5 Minuten das Pferd zu laden. Ich krieg das hin. Was neu dazugekommen? Bei PUBG beginnt Freitag der dritte Test für die neue Map. Spielst du? Freitag. Ich habe bis jetzt. Bin gar nicht mehr so ein PUBG-Fan. Oh, okay. Oh. Ja, gar nicht. Ich habe die neue Map bisher noch gar nicht gespielt. Einfach aus dem Grund, weil. Warum eigentlich nicht?
Weil man dann extra, man musste das Spiel quasi nochmal neu installieren, nur für die eine Map. Und für mich ist PUBG immer noch ein Alpha-Game. Wird es auch immer bleiben, solange wie sie die Tickrate der Server nicht anpassen. Oh, jetzt. Erinnern, dass das war. Oder ich habe es einfach nicht gesehen. Ja, und deswegen, ich weiß es nicht. Ich glaube eher nicht. Eventuell Sonntag, wenn meine anderen Leute Bock haben und Zeit. Ich habe aber einige Streamer schon gesehen, die es gespielt haben. Und mit actionreich ist so lala, finde ich. Also es ist trotzdem so, dass es gibt immer noch. Das Problem ist, dass bei PUBG immer diese Hotspots existieren. Das heißt, wir springen ab. Sterben erstmal so mindestens 25% der Leute. Und dann hast du es genau, du hast genau die gleiche Rennerei. Klar, das Feld ist kleiner, was überwunden werden muss, aber ansonsten ist es eigentlich eins zu eins dasselbe. Birthday Party. I want to make a sweet cake for my wife for her birthday. Help me to get ingredients. Bring me 10 blueberries, 3 oranges and fetch bag of flour from my barn. Use survivalist map to find spots where blueberries grow. I give you a random food blueprint for helping me out. Oha. Es ist schon mal gut, dass es jetzt wieder geschafft haben, neue Quests reinzumachen. Freitagmorgen früh um 4. Ah, eventuell spiele ich gleich mal früh am Freitag alone, aber mal sehen. Mal sehen. Wie gesagt, sicher bin ich mir noch nicht. So. Ja, super. Wird so schon schwierig, irgendwelche hier zu finden. Habe ich überhaupt noch ein Level Map? Aber ich habe H gedrückt. Ja, ich habe sogar noch keine Scheiße dabei. Ich habe, glaube ich, gar keine Maps mehr, ne? Kann noch ein bisschen was craften. Joa. Eigentlich habe ich noch einen Revolver, der andere ist ja hier, den ich habe. Ist gut. Also es würde mich jetzt echt wundern, welche so spontan über irgendwelche Orangen Stolper oder so. Ich könnte auf jeden Fall hier unten hinreiten. Da ist, glaube ich, immer was. Wir haben übrigens ja letztens festgestellt, dass der Rechner von Tikron besser geeignet ist zum Zocken als meiner. Aufgrund dessen, dass er wirklich nur einen Quad-Core hat und ich habe halt einen Octa-Core ist es, glaube ich. Gar keinen Octa-Core mehr, oder? Ich habe auf jeden Fall einen 10-Kerner und damit kommen 99,9% der Spiele überhaupt nicht klar. Und ich weiß auch nicht, woher diese Lags hier kommen. Ich weiß nicht, ob das serverseitig ist. Geht halt jedes Mal regelmäßig das Spiel. Deiner Steam-Bibliothek-Seite der Experimental-Server auftauchen, dann runterladen und installieren. Meine, es dauert nicht lange, bei mir dauert das eh nicht lange. Ich habe noch 100 Mbit-Leitung. Selbst wenn es 10 GB wären, dann, mein Gott, warte ich mal kurz, Viertelstunde, 20 Minuten. Das ist alles nicht so wild. Ich habe eher das Problem, dass ich, wie gesagt, warte mal, war ich hier vorhin an dem Feld? Gerade eben? Auf der anderen Seite, ne? Dass für mich PUBG immer noch so ein Alpha-Game ist, ne? So. Spielt halt nur, wenn meine Leute das spielen wollen. Alleine spiele ich es eigentlich nie. Warum ist denn das dunkel, Alter? Hab keine Ahnung, was das für Frame Drops sind, ne? Ja. Ich habe damals wie ein wilder PUBG gesuchtet, aber mittlerweile der Desync ist mir halt einfach immer zu krass.
Einfach so. Wenn da Schüsse nicht connecten, obwohl du sie eigentlich abgefeuert hast, dann tut's mir echt leid. Da kann ich dann drauf verzichten. Ja gut, 400 Mbit, dann hast du eine Kabelleitung, ne? Ich hatte auch mal eine Zeit lang ein Kabel-DSL, war aber nicht so meins, muss ich dazu sagen. Ganz einfach, weil ich hier einen regionalen Kabelanbieter hatte. Damals gab es noch Kabel Deutschland, das ist ja jetzt alles bei Vodafone. Die konnten da nicht schalten, wo ich gewohnt habe. Das heißt, ich hatte einen regionalen Anbieter. Und die waren so schlecht. Also normales DSL ging nur DSL 3000 oder so. Und das Kabel DSL sollte bis 60 Mbit gehen und ich hatte teilweise abends gar kein Internet mehr, weil die Cluster einfach so überlastet waren. War super. Seitdem habe ich gesagt, ich kaufe mir nur noch normales DSL beim Rosa Riesen und sonst nichts, weil alles andere macht in meinen Augen keinen Sinn. Eigentlich rein? Hier noch durch die Fenster rein? Ich glaube, das hatten sie irgendwann mal gepatcht. Das sind diese Sicherheitshäuschen. Oh, man kommt ja nicht mehr rein, ne? Konnte man nämlich einfach durchs Fenster reinhüpfen, das war super. Weil diese komischen Cabin Keys, weiß gar nicht, ob man die so kriegt. Kann man, glaube ich, nur mit Echtgeld kaufen. Sicher bin ich mir jetzt nicht, aber. Also, ich sag mal so, wenn deine 400k immer ankommen. Respekt dafür. Aber bei mir war es halt nie der Fall. So. Ich nehme das nicht an. Überlegt kurz mal. Macht das Sinn, was zu craften? Beziehungsweise kann ich überhaupt was craften? Ich. Level 20. Level 20. Ich bin nicht mal Level 15. Irgendwann hat mal einer auf dem Server gefragt, wann es Sinn macht oder was Sinn macht zu machen, wenn man Level 16 ist. Und dann weiter zu leveln. Ich bin noch nicht mal auf dem Level. So, was ist hier? Kann er nicht anquatschen? Ihn ausrauben. Vielleicht hilft er einem nur weiter, wenn man. Oh, das ist gerade geschlossen. You cannot interact with Cydians, while your town is captured by another faction. Ach so, ich wollte es gerade. Das ist natürlich logisch. Jetzt aus Versehen in eine Stadt reingeritten, die nicht uns. War, hä? Ich habe gelesen, dass sie das umgebaut haben, irgendwie mit dem, dass man die Städte capturen kann. Ich sehe aber auch keine Capture-Fahne. Hier, hallo? Wie soll man die capturen, wenn. Hä? What? Ja, auch Level 25. Sag mal, kann ich hier überhaupt was craften? Irgendwo konnte ich was craften. Ich glaube, ich konnte Steine und sowas basteln. Und die scheiß Workbench für die Steine. Hier ist sie nämlich auch nicht. Ja, diese Crafting-Fabrik ist super geil, dass man die nur in irgendwelchen Truhen findet, die permanent von Leuten gefarmt werden. Ja, wo ist denn das jetzt? Ich dachte eigentlich, das wäre das. Mehr gibt's doch hier nicht. Das ist das Halun. Hunsen. Jetzt was übersehen? Ah, hier. Da habe ich. Aber ich kann nicht mehr das machen, weil ich nicht genug Materialien habe. Na gut, dann reiten wir mal weiter. Ich habe sogar teilweise 420k. Na, herzlichen Glückwunsch.
Die Frage ist halt immer, wie viel habt ihr Abend? Bei mir war es halt Abend immer sau schlecht, weil alle nach Hause kamen und ihren Rechner angemacht haben oder was weiß ich. Da war dann immer super geil die Stimmung bei mir in der WG. Ich habe ja dann noch in der WG gewohnt. Beide Hardcore-Zocker und dann kein Internet. Oder noch besser, Internet so schlecht gewesen, dass teilweise das Netz zusammengeklappt ist, während man gezockt hat. Habe ich, glaube ich, noch Battlefield 4 gespielt. 3 nicht mehr, aber 4. Und da habe ich dann so angefangen zu streamen. Joa, war super. Auf einmal nicht mehr ging. Bin ich ja eigentlich im letzten Loch gespawnt? Das kann doch nicht sein. Mal gucken, ob ich hier irgendwo noch Huhn finde, die geschlossen sind, aber. Holla. Die ist auch, ne? Natürlich. Das ist halt das Hauptproblem, dass die Leute. Guck mal, wie viele auf dem Server sind. War das? Server. Sind sogar relativ viele online um die Uhrzeit, mein Gott. 31 Leute. Meistens hast du immer so 9 Leute, die online sind. Und dann diese 9 Leute, also. Und das ist ja inkludiert in diesen 9 Leuten. Sagen wir mal, 8 andere Leute sind drauf. Und die sind die ganze Zeit mit nichts anderem beschäftigt, als rundherum um die Map zu reiten und alle Kisten zu öffnen. Das heißt, selbst wenn so wenig Leute online sind, hast du keine Chance, mal in irgendeine Kiste zu kommen. Das ist halt echt Wahnsinn. Es sei denn, du bist halt wirklich ganz, ganz weit außerhalb. Wo die Leute einfach zu faul sind, dahin zu reiten, weil sie es nicht lohnt, weil sie sonst den Circle unterbrechen würden. Weil ich glaube, die Kisten ja alle 15 Minuten spawnen. Moin Marius, grüß dich. Hallihallo. So, ich glaube, die. Kann das sein, dass das. Die Schilder? So gehört die Stadt ja auch nicht uns? Aber nicht. Captured by another. Kann man abends hier nicht capturen oder was? Hier nicht mal eine Markierung, dass die Stadt gerade irgendwie captured ist von irgendeiner Fraktion. So, ich nehme mal hier den Kacke mit, weil die brauche ich, um Dünger zu machen. Ich will echt mal probieren, ob ich mir irgendwo ein Haus bauen kann. Habe ich überhaupt meine Dinger zum Start? Nee. Müsste ich vielleicht mal einpacken? Mittagspause mal sinnvoll nutzen. Ja. Ich wollte eigentlich schon eher anfangen zu streamen. Ich habe es mal wieder total vergeigt, ne? Wollte eigentlich schon eher starten. Aber dadurch, dass ich mir heute kein Mittagessen kochen muss, sondern nur warm machen, weil ich muss mir noch ein Säckel Reis machen, aber ansonsten muss hier nicht viel in der Küche stehen. Denke ich mal, ich werde so bis 13:30 bauen. Ich würde gerne mehr von dem neuen Patch zeigen, aber scheinbar. Hier steht auch, A town is being captured. Der Karte wird es, glaube ich, sogar markiert. Ja, Big Spur wird gerade gecaptured, aber ich habe keine Ahnung wie. Also in dem vorhergehenden Update war es ja, man musste sich an der Flagge aufhalten. In einem bestimmten Radius, wie halt Capture the Flexor. Und dann hat man diese Stadt eingenommen. Und irgendwie ist das nicht mehr so. Also, ist weg oder sie bauen die Masten mitten in der Nacht ab, ich habe keine Ahnung. So, also gucken wir mal, ob wir hier was erbeuten. Weil hier sind normalerweise keine Leute, die Truhen aufhebeln. Zumindest habe ich hier meine gefunden. Noch zu. Weil weit ab von der. Ja, selbst hier sind sie mittlerweile. Auch so ein Pelz. Und ich weiß auch nicht, woher diese Relax kommen. Gucken mal, ob ich mal was zu essen craften kann, aber ich brauche eigentlich immer Salz dafür. Oh, Striker! Herzlichen Dank für deinen Sub. Willkommen in der Community. Da ist mein Spiel gecrashed. Nein, doch nicht. Herzlichen Dank für deinen Support, Mann.
Super geil. Danke dir. So, was ist jetzt hier los? Warum kann ich hier nicht? Hier, ich habe 3 Frames. Könnt es nicht sehen, aber ich habe 3 Frames. Jetzt habe ich wieder normale. Jetzt leckt es immer noch. Das. Jetzt kann ich scrollen. Nein, es sind noch nicht alle Bilder geladen. Moment. Also, das Essen ist das Einzige, was ich theoretisch machen könnte. Fehlt aber immer irgendwas. Hier beim Essen ist es immer Salz. Salz, 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 Salz. Versuche jetzt mal im Dunkeln Pflanzen zu finden. Ich sollte es hier Pflanzen geben. Gehen wir davon aus, weil auf der Karte. Einzoome. Marker entferne. Man sieht, dass hier so ein kleines grünes Pflänzchen ist. Das ist normalerweise die Kennzeichnung dafür, dass es Pflanzen in der Nähe gibt. Zum Beispiel, wenn man Survivalist-Maps aufdeckt, dann ist das immer genau das. Vielleicht ist es auf dem Pferd nicht so gut. Vielleicht ist es auch nur eine Kennzeichnung von der Insel. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Dunkeln ist halt in dem Fall hier nicht gut munkeln. Ja, auch nicht immer so, als ob man hier über so ein riesiges Blumenfeld stolpert. Also wenn das Collectibles wären, wäre super, aber meistens ist eine Pflanze mittendrin im hohen Gras. Und das müsste eigentlich. Da kann ich wenigstens das zeigen. Mal gucken, ob wir hier XP bekommen. Ein XP. Wow, es stand da a small amount of XP. Aber eins? Eins ist echt schon ganz schön wenig dafür, dass es ewig dauert. Ich sammle mal kurz ein paar Steine, einfach aus dem Grund, um mal zu gucken, wenn ich dann crafte, wie viel XP das gibt. Dafür brauche ich ja noch Steine. Steine ist das, was ich meistens unendlich viel finde. Auch wo ich mal das Glück hatte, eine Kiste zu öffnen, ich Steine drinne. Schon gecraftete Steine, aber Steine. Und ich dachte mir so, hey, wow, das ist genau das, was du nicht brauchst aus einer Kiste. Und das ist übrigens mal so eine Pflanze, ne? Hier so eine, die ist relativ auffällig, aber eine auf einen Quadratkilometer. Quasi finden kannst. Und da soll es irgendwo Orangen geben? Du musst ja irgendwo einen Orangenbaum finden. Hä? Der müsste ja relativ auffällig sein. Oder ich muss die im General Store mal kaufen. Soweit ich weiß, gab es da eigentlich nichts. Ich hoffe, das Gelege hört auf, wenn ich wirklich in eine Schießerei verwickelt werde. Joa, Magier, viel Spaß beim Duschen. Ich wünsche dir viel Spaß. Das ist ein bisschen anstößig, wenn ich dir viel Spaß unter der Dusche wünsche. Auf jeden Fall viel Spaß beim Duschen. So, hier ist nichts weiter. Was sie immer noch nicht überarbeitet haben, ist das Waffenmenü, ne? Kann einfach keine Waffen über die 1 oder sowas auswählen. Ist halt immer tierisch anstrengend, wenn man in der Schießerei die Waffen switchen will. Wird's jetzt langsam hell? Du darfst das sagen, Master D. Ja. Hoffentlich. So, wir können ja mal einfach hinreiten, in der Stadt, die gerade gecaptured wird. Könnte auch mal die Farmen rundherum anpeilen. Weil sie haben ja wieder Quests eingebaut. Dass hier keine Farmen weit und breit sind. Also dieser Vorführeffekt, ne? Ich will immer so viel machen und dann bietet die Situation sich gerade gar nicht an. Ich
Tada.